Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eishockey-Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 hier auf der German Gaming Zone. Und es geht weiter mit unseren Anaheim Ducks. Heute sind wir zu Gast bei den St. Louis Blues. Ich bin gespannt, was passiert. Das dürfte, denke ich, wieder eine sehr interessante Angelegenheit werden. Gegen die Blues haben wir ja bis jetzt einmal gespielt. Das war zu Hause und da hat man ja, ich glaube, 7-6 oder so verloren. Das war auf jeden Fall ein sehr kurioses Spiel. Ich weiß noch, dass wir damals den Blues unterlegen waren auf knappe Art und Weise. Und ich hoffe, dass wir das heute besser machen in St. Louis. Heute mal Ilya Grigalov im Kasten bei uns. Hat heute mal den Vorzug vor Shiger bekommen. Naja, was heißt Vorzug? Shiger wird ganz einfach mal eine kleine Pause gegönnt. Der hat ja nun auch wieder einige Spiele hintereinander gemacht. Zuletzt nochmal erfolgreich in Chicago. Also ich bin gespannt, was er geht bei den Blues aus St. Louis. Die gleich mal die erste Chance haben, aber Ilya Grigalov beweist, dass er doch gar kein schlechter Goalie ist und ist auf der Hut. Also zu unterschätzen ist dieser Gegner nicht, auch wenn die Blues ja relativ wenig Punkte geholt haben, sind außerhalb der Playoff-Plätze aktuell. Ich habe es mir an den Statistiken angeschaut, also wenn es danach gänge, wären wir hier wieder der Favorit. Aber naja, in der NHL, da ist es halt immer ein bisschen schwierig, von der Favoritenrolle auszugehen. Deswegen, wir machen unsere Sache, denke ich, hier. Und Niedermeyer hat da die Chance, aber naja. Also abwarten, zu unterschätzen sind die Blues nicht, gar keine Frage. Aber naja, wir haben auf jeden Fall was gut zu machen. Wie gesagt, eine von unseren beiden Niederlagen bisher haben wir gegen die Blues hinnehmen müssen. Und demzufolge ist es natürlich klar, dass wir das heute besser machen wollen. Und Teemu Solani hat die Chance auf die Führung. Scheitert an Pacashua, der im Kasten der Blues steht. Teemu Solani an der Scheibe, setzt sich in Szene. Der Pass in die Mitte, Kunitz mit der nächsten Gelegenheit für uns. Aber nichts ist und die Blues befreien sich. Wichnewski an der Scheibe mit dem Pass auf Kunitz, mit dem Pass auf Corey Perry. Gut gespielt. Corey Perry setzt sich auch durch. Ah, Pass in den Rückraum und das war der Pfosten. Oh, und das ist natürlich ärgerlich. Riesenchance. Und dann gibt es hier die Strafe gegen Dalman. 2 Minuten für Haken, sagt der Schiedsrichter. Also Powerplay für unsere Ducks. Gut, okay. Weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt geben musste. Auf jeden Fall, ja, 2 Minuten Powerplay für uns. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Und vielleicht können wir die Chance ja nutzen, hier in Überzahl in Führung zu gehen. So, Teemu Solani und Niedermeyer. Aber da gibt es gleich die Strafe hinterher. Und zwar gegen uns, gegen Teemu Solani. 2 Minuten für hoher Stock. Ach, muss das denn sein? Ja, aber auch da frage ich mich, wo jetzt hier das Vergehen ist, dass man das unbedingt pfeifen muss. Also der Schiedsrichter mit 2 fragwürdigen Strafentscheidungen gegen beide Teams hintereinander. Und somit geht es erstmal weiter mit 4 gegen 4. Aber aufgepasst. Die Ducks im Angriff. 1-0, da geht doch. Andy McDonald. Und da brauchen wir also auch keine Powerplay-Situation dazu. Wir können auch so Tore schießen. 1-0. Sehr schön rausgespielt das Ganze. Und McDonald nutzt die Chance. Und dementsprechend groß die Freude bei unseren Ducks über die Führung. Aber natürlich noch keine Entscheidung. Noch viel, viel Zeit in diesem Spiel, dass sich das Ganze hier nochmal ändert. Also weiter geht's. Niedermeyer. Mit dem Pass auf Getzlev. Und er hat gleich mal die Chance, hier nachzulegen. Das wäre es natürlich gewesen, so ein Doppelschlag. Aber leider Bekeshua da. Aufgepasst, die Blues im Gegenzug. Aber wir passen auf und können wieder unser eigenes Spiel ankurbeln. O'Donnell alleine setzt sich da gut in Szene. Sieht Niedermeyer mit der Chance. Aber wieder Bekeshua, der allein zu tun hat hier. Aber meistens da ist High Note. Wird da schön gecheckt und wir bauen unser Spiel wieder auf. Und da gibt sich Raum und da gibt sich Platz. Vielleicht klappt ja auch was. So, aufgepasst. Dustin Penner mit der Chance. Ah, zögert vielleicht zu lange mit dem Abschluss. Wenn da früher der Schuss kommt, hätte es vielleicht am Ende etwas gefährlicher werden können. Wichnewski setzt sich da gut in Szene. Ah, wo geht denn der Pass hin? In den Rückraum. Und da muss man natürlich wieder von vorne anfangen. Und es gibt Icing. Warum gibt es jetzt Icing? Das ist mir gerade so ein bisschen der Rätsel, denn die Scheibe kam von uns. Okay. Wie auch immer. Weiter geht's. Und die Blues noch mit ein paar Sekunden Powerplay hier, aber das wird hier nichts mehr einbringen. Und weiter geht's. Beide Teams jetzt wieder vollzählig. Bill Guerin. Der Pass kommt. Aufgepasst. Und die Blues am Drücker. Aber wir befreien uns erst einmal. Naja, mehr oder weniger. Denn schon wieder St. Louis in der gefährlichen Zone. Aufgepasst. Der Pass kommt zum Glück nicht an. Aber weiter geht's. Die Chance 1-1. Bill Guerin. Ja, und das war einfach nicht gut verteidigt von uns, muss man sagen. Also, da sah unsere Defensive für den Moment mal richtig alt aus hier. Also, Guerin, da auch noch so ein lappiger Rückhandschuss. Also, man muss sagen, das war jetzt auch nicht der beste Torabschluss der Welt. Aber das Ding ist drin und dementsprechend groß die Freude bei den Hausherren. Also, 1-1. Alles wieder auf Anfang. Das ist natürlich ärgerlich. Ein unnötiger Gegentreffer, wie ich finde. Aber naja, sowas passiert. Auch wir sind nicht perfekt. Getzlev.
Vielleicht gelingt uns ja trotzdem die erneute Führung. Und jetzt gibt es die nächste Strafe gegen die Hausherren, und zwar gegen Barry Jackman. 2 Minuten für Hoherstock. Und diese Entscheidung ist wieder irgendwie nicht nachvollziehbar. Also da muss man schon mal ein bisschen neutral bleiben. Es ist zwar natürlich schön für uns, in Powerplay zu spielen, aber auf Kosten dessen, diese Strafe gegen St. Louis auf jeden Fall unberechtigt. Also wieder ganz schöner Quatsch, was der Schiedsrichter da gesehen haben will. Aber egal, vielleicht können wir die Chance ja nutzen hier. Das wäre mir jetzt am Ende auch egal. Federock hat die Möglichkeit. Scheitert. Und weiter geht's. Ja, nicht die Blues erst hier zur Erholung kommen lassen. Wir müssen weiter Druck machen. So, aufgepasst. Kommt da was bei raus. Wir schlängeln uns irgendwie durch. Bauerntrick vielleicht. Jawohl! 2-1, Teemus Solani. Powerplay-Tor, die erneute Führung für unsere Ducks. Und das war schon ein leicht kurioser Treffer. Also Solani, der da irgendwie gar keine Kräfte mehr hat, schlängelt sich da an jedem Gegner irgendwie vorbei. Und dann bringt er da die Scheibe irgendwie ins Tor rein. Komisches Tor, aber egal. Die Hauptsache ist, der Puck ist drin und es steht 2-1 für unsere Ducks. Erneute Führung, Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels. Natürlich bitter für die Hausherren, aber uns ist es egal. Nochmal die Chance, Kunitz, aber dann ist Pause. Und nach 20 Minuten steht es 2-1. Unsere Ducks führen in St. Louis knapp. Aber na ja, es ist alles noch möglich in diesem Spiel. Von daher abwarten. 40 Minuten sind noch zu gehen. Da kann natürlich noch allerhand passieren. Aber ich finde trotz alledem, dass wir eigentlich die bessere Leistung abgerufen haben in den ersten 20 Minuten. Aber na gut, für den Treffer hat es trotzdem gereicht auf Seiten der Hausherren. Also wir wissen auf jeden Fall, was wir besser machen müssen. Pronger. Und vielleicht können wir hier gleich noch das dritte Tor nachlegen. Das würde ja wie immer für Ruhe sorgen. Das wissen wir ja nun mittlerweile. Pronger. McDonald hat die nächste Chance, aber wieder nichts. Bekeshua ist da, der Goalie, der meiner Meinung nach auch mehr zu tun hat als unser Bruce Gerloff. Aber naja. Niedermeier. Spielaufbau der Ducks. Scott Niedermeier setzt sich auch irgendwie durch. Solani mit dem Rückhandschuss auf Bekeshua ist da. So. Mackie. Und Garen wird gestoppt. Und daraus könnte die nächste gute Chance für uns entstehen. Wischnewski 3-1. Und das war mal richtig klasse rausgespielt. Kann man sagen, was man will. Super auch von Corey Perry, also dieser Pass hier. Ja, und Wischnewski, der besorgt dann den Rest. Das ist, wie man so schön sagt, dann bloß noch Formsache, die Scheibe da reinzumachen. Aber trotz alledem, auch da muss der Punkt natürlich erstmal rein. Also 3-1 für unsere Ducks. Führung auf 2 Tore, Abstand erhöht. Das sieht alles schon sehr gut aus hier. Und die Blues also stehen hier mit dem Rücken zur Wand. Müssen jetzt richtig was investieren. McAmmon vielleicht. Aufgepasst, St. Jakes. Wie ein Rambo räumt er da hinten auf. Das gefällt mir gut. Pass auf, Niedermeier. Und daraus könnte natürlich die nächste Chance für unsere Ducks entstehen. Pass auf, O'Donnell. Ah, schlecht. Schlecht gespielt. Solche Fehler dürfen uns dann halt einfach nicht passieren. Und dann steht es 3-2. Unnötig. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wer das Tor geschossen hat. Das hat man wieder übersprungen mit dem Torjubel. Aber sei es drum. 3-2, die Blues verkürzen. Und wieder, das war so ein richtig unnötiger, mistiger Gegentreffer. Also muss ich mal so sagen, aus so einem sinnlosen Fehler von uns entstanden. Nur noch 3-2. Aber aufgepasst. Borschemin probiert's. Verfehlt das Ziel. Denkbar knapp. Und Moan mit der Chance aufs 4-2. Also, das ist natürlich ärgerlich. Nur noch 3-2 der Stand der Dinge. Aber, naja. Gleich ist die Hälfte des Spiels rum. Vom Ergebnis her ist ja noch alles möglich. Auch wenn ich finde, dass unsere Ducks nach wie vor die bessere Mannschaft auf dem Eis sind. Aber egal. St. Louis schafft es trotzdem irgendwie hier dran zu bleiben. Teemus Solani. Mit der Chance. 4-2. Wunderbar. Zweiter Treffer von Solani heute. So macht man das. Klasse, wie er da reinzieht. Und dann habe ich das gar nicht richtig gesehen, dass die Scheibe drin war. Ja, satter Schuss aber. Bekeshua hat zum 4. Mal überwunden. 4-2. Erneute 2 Tore Führung nun für unsere Ducks. Also der alte Abstand wiederhergestellt. Sehr schön gemacht, das Ganze. So gefällt mir das. So, und weiter geht's. Niedermeier. Hedström. Mit dem Versuch vielleicht aufs 5. Aber scheitert an Bekeshua. St. Shakes holt sich die Scheibe. Probiert's. Rückhandschuss. Naja, ist halt immer so eine Sache, der Rückhandschuss. Selten richtig gefährlich. McAmmond. Orsek, O'Donnell passt da gut auf, sehr schön. Mit dem Pass auf Hedström, was macht er draus? Hedström an der Scheibe, legt auf O'Donnell, der probiert's, Niedermeier 5-2.
Na, jetzt läuft's aber. Rob Niedermeyer mit dem 5. Treffer heute für unsere Ducks. Ja, Bekeshua kann da die Scheibe nur abtropfen lassen und Niedermeyer erkennt die Chance und schießt und macht das 5. Tor. Für die Ducks perfekt. 3 Tore Führung nun mittlerweile. Also, das sieht doch richtig gut aus hier. Na, wunderbar. So stelle ich mir das vor. Aber eine endgültige Entscheidung war das natürlich noch trotzdem nicht. Aber aufgepasst. Marshall bekommt da die Scheibe. Da war ich gerade ein bisschen überrascht hier, dass da der Puck überhaupt zu uns gekommen ist. Kunitz. Aufgepasst. Chance immer noch möglich. Aber das Ziel wird knapp verfehlt. Drake. Auf Doug Raid. Strafe gegen uns wird angezeigt. Aber es geht weiter. Die Blues mit der Chance zu verkürzen wieder. Kaczaniek. Aufgepasst. Die Möglichkeit. Buskalov da. Und jetzt gibt es die Strafe gegen unsere Ducks. Und zwar gegen Chris Kunitz. 2 Minuten für Oberstock. Und ja, diese Strafe ist dieses Mal gerechtfertigt. Also im Vergleich zu den Strafen, die der Schiedsrichter zuvor ausgesprochen hat, die ja wirklich nicht nachzuvollziehen waren, geht das ja absolut in Ordnung, auch wenn es gegen uns ist. So, Moan, ja, will da reinlegen, schlechter Pass. Und aufgepasst, Garen. Tkachuk, great. Tkachuk, starkes Spiel von den Blues. Sehr gut kombiniert, aber am Ende kein Problem für uns. Moan. Ah, naja. Hätte man mehr draus machen können. Die letzten Sekunden im 2. Drittel laufen. Dann ist er wieder Pause und aufgepasst nochmal die Blues mit dem Versuch. Aber die Chance können wir nicht nutzen. Und das wird hier wohl beim Stand der Dinge bleiben, oder? Jawohl. Und auf 40 Minuten steht es hier 5:2. Also das sieht sehr gut aus für unsere Ducks. Der Auswärtssieg ist nicht mehr weit entfernt. 20 Minuten noch liegen zwischen uns und dem nächsten Erfolg hier. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. 20 Minuten haben die Blues noch, um hier, ja, muss man schon sagen, ein kleines Wunder zu schaffen. Naja, ich hoffe, dass unsere Ducks hier weiterhin so konzentriert zu Werke gehen. Dann ist der Sieg nicht sonderlich in Gefahr. Auch wenn St. Louis hier noch 49 Sekunden Powerplay hat. Aber bisher haben wir das gut verteidigt. St. Shakes. Mal aufgepasst, geht da was in dieser Szene. St. Shakes probiert es ganz einfach mal. Aber die Blues kommen über Garen. Der setzt sich durch. Garen! Oh, das war Aluminium. Da haben wir Glück gehabt und aufgepasst. Szene geht noch weiter für die Blues. Chris Karloff da. Und aufgepasst. Richtige Druckphase jetzt von den Hausherren. Die wollen jetzt hier das 3. Tor. Na klar, verständlich. Sie müssen was tun. Und aufgepasst. Die nächste Chance. Chris Karloff stark. Und jetzt gibt es die nächste Strafe gegen uns. Was? Gegen Sinn und Donald. 2 Minuten für Überstock. Da haben wir gerade so schön diese Unterzahlsituation überstanden mit Glück und Geschick. Und das ist doch keine Strafe, Mann. Also, Schiedsrichter bleibt seiner recht unlogischen Linie treu. Wieder mal eine Strafe, die keiner nachvollziehen kann hier. Oh Gott. Und das heißt, nächste Powerplay-Situation für St. Louis. Und in den letzten paar Minuten, da waren sie hier richtig stark drauf, die Hausherren. Und immer näher dran am 3. Tor. Zumindest näher am 3. Tor dran, als wir am 6. hier. Also wir müssen dranbleiben jetzt hier. Aber das bringt uns ja auch nichts, wenn wir andauernd in Unterzahl spielen müssen. Und aufgepasst, nächste Chance, St. Louis, wieder nichts. Ach Gott sei Dank, Wichnewski raus jetzt hier. Wie bitter wäre das, auch ein Gegentor zu fangen wegen so einer unnötigen Aktion. So, Keith Tkachuk. Aufgepasst, nächster Angriff, Pryskalov. Also, der ist bärenstark, was der so rausholt. Und ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir können uns hier nur befreien. Also in der Offensive jetzt von unseren Ducks hier nichts zu sehen. Nur noch St. Louis. Aufgepasst, nächste Chance, 5:3. Das ist dann die logische Folge mit Ansage. Wladimir Orsek verkürzt. Nur noch 2 Tore Führung. Aber das ist so dumm. Wegen so einer blöden Strafe, die der Schiedsrichter davor ausspricht, die ja keine ist. Und da fängst du dir dann das Gegentor in Unterzahl. Sowas von unnötig. Und so wird der Gegner natürlich ins Spiel wieder reingebracht. Ich meine, wir führen zwar noch mit 2 Toren Abstand, aber das ist trotzdem so unnötig, solche Gegentore zu fangen. Da fahre ich schon mal leicht aus der Haut, muss ich sagen. Aber egal, Marschett. Weiter geht's. Allzu viel Zeit ist er nun auch nicht mehr auf der Uhr. Wichnewski probiert, aber ohne Erfolg. Borscheming, jetzt erstmal wieder so eine kleine Druckphase unsererseits. Das ist auch ganz gut so, da bleibt einer liegen von den Blues. Oh, und da geht's nicht weiter. Und wer war das? Nummer 32, Orsek. Der Mann, der gerade noch das Tor geschossen hat. Wäre ich jetzt, oder ich könnte jetzt hier schwarzen Humor anwenden und sagen, das geschieht ihm ganz recht. Wer ein Tor gegen uns schießt, der muss auch verletzt werden, aber wir sind sportlich, das ist natürlich weniger gut. Muss man natürlich sagen, das war auch eine klare Sache. Wird da einfach abgeschossen. Und verletzt sich da. Das war natürlich keine Absicht. Also man kann unseren Ducks hier nichts unterstellen. Kuanga mit dem Distanzversuch. Hedewuk. Also an dieser Stelle. Auch wenn es nur eine
Spielsimulation ist, wünschen wir Ursek alles Gute. Dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Eis steht, natürlich. So, aufgepasst. Klumek mit der Chance. Oh, also, wenn die Blues hier das 5-4 machen, wird es nochmal richtig eng. Das sage ich euch, Leute. Und aufgepasst. Johnson, nächste Chance für St. Louis. Die wollen hier nicht klein beigeben. Verständlich, ist noch alles möglich hier. Wenn sie das vierte Tor machen. So, aufgepasst. Ja, nun stört doch auch mal richtig. Was ist denn los in diesem dritten Drittel? Also so richtig gefällt mir die Leistung nicht mehr. Jetzt aber Niedermeyer, Entlastung für uns. Aber was wir draus machen, ist zu wenig. Gacaniek, wieder mal Platz für die Blues. Zeyner, Gacaniek, abseits zum Glück. Damit erstmal wieder ein bisschen Ruhe drin hier. Pesson, ein Pass-off. McAmmond, aufgepasst. Pesson, Moan, verliert die Scheibe. High Note, setzt sich da durch. Das kann doch nicht sein. Also teilweise machen wir uns jetzt hier wirklich das Leben auch selber schwer. Moan mit Entlastung. Und die Zeit läuft und läuft. Und das ist auch ganz gut so. Und Borgemin probiert's. Schuss geblockt. Dustin Penner. Auch der Pass unmöglich. Wo geht der denn hin? Und das gibt natürlich Icing. Und somit die Blues wieder mit der Möglichkeit, vielleicht hier gefährlich zu werden, tief in unserer Zone. Aber wir wissen uns zu helfen. Borgemin setzt sich in Szene. Wo geht die Reise hin? Borgemin. Pass auf Dustin Penner! Schade. War gut gespielt. Aber leider ohne Erfolg. So, die letzten 60 Sekunden des Spiels laufen. Und es gibt hier nochmal eine Strafe gegen uns. Wie soll es auch anders sein? Zwar gegen Scott Niedermeyer, 2 Minuten für Hagen. Mal schauen, ob das dieses Mal gerechtfertigt ist. Ja, das sehe ich ja noch ein. Okay. Also, 2 Minuten Powerplay für St. Louis. 55,5 Sekunden sind noch auf der Uhr. Reicht das hier? Wir haben 2 Tore Vorsprung. Rein theoretisch muss es eigentlich reichen, dass wir hier die 2 Punkte jetzt nach Hause bringen, aber wie gesagt, noch ist das Spiel nicht endgültig gewonnen, aber wie gesagt, die Zeit, sie läuft jetzt auch für uns. Aber aufgepasst, wir machen halt auch Fehler, aber Briscalov stark. Verhindert den Anschlusstreffer. Raid, nächste Chance St. Louis. Und ich glaube, jetzt ist Empty Net und das ist die Chance auf die Entscheidung, aber wir verlieren natürlich die Scheibe wieder. Aufgepasst, St. Louis kann das Powerplay hier nicht nutzen und jetzt müssen wir es doch klar machen, das gibt's nicht, wir verfehlen das leere Tor. Und so bleibt es nochmal spannend, aber aufgepasst. Nächste Chance, wieder Niedermeyer. Oh, das muss es doch sein, Pfosten. Unglaublich, wir treffen das leere Tor nicht, Leute. Aber ich glaube, jetzt ist es sowieso zu wenig Zeit für St. Louis. Hier die letzten 10 Sekunden laufen, das Spiel gleich zu Ende. Also hier geht nichts mehr für die Hausherrin. Und es bleibt dabei, wir gewinnen mit 5:3 in St. Louis. Heidewitzka, also am Ende war es doch noch ein ganz schöner Kampf. Aber ich denke, alles in allem ist der Sieg nicht unverdient, auch wenn wir vor allem im dritten Drittel große Probleme hatten. Viele Fehler haben wir dann vor allem im letzten Spielabschnitt gemacht, aber die Blues haben auch nochmal einen richtig starken Eindruck hinterlassen dann in den letzten 20 Minuten des Spiels. Aber gereicht hat es für die Hausherren zum Glück nicht mehr, weil wir zuvor schon vorgelegt hatten. So, Corey Perry, der dritte Star mit 2 Assists. Dann der zweite Star, Wladimir Orsek mit 1 Treffer. Der war doch verletzt im Spiel. Wie kann er da jetzt wieder rauskommen? Geht anscheinend wieder. So, und Teemu Solani mit 2 Treffern. Also der erste ist da heute. Also, der nächste Sieg für uns mit Abstrichen. Es hat mir nicht alles gefallen, aber naja, niemand ist perfekt, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, jetzt bei NHL 2007. Also bis dahin, macht's gut und ciao.